Servus und herzlich willkommen zu WarGames & More, heute mit Command Conquer Generals, wohlgemerkt Zero Hour, das Erweiterungspack zur Generals. Wann wir heute Spiele? Retro, ich liebe auch diese Spiele. Das sind eigentlich auch so ziemlich die einzigen Spiele, die ich auf dem PC spiele. Sprich, alles, was im Prinzip Richtung Strategiespiel geht. Command Conquer, Siedler, Pharao haben wir ja schon bereits gespielt. Und auch noch die eine oder andere. Ich muss immer noch gucken, was ich noch finde. Ich habe auch noch sowas wie Commandos, falls das dem einen oder anderen noch was sagt. Crusader, aber nicht dieses komische Aufbauspiel in dieser Ritterzeit, sondern es ist Crusader Noraemos. Genauso wie ist No Regret. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob die überhaupt noch auf dem Index sind. Die sind nur eine Zeit lang, soweit ich weiß, da drauf gewesen. Das werden wir uns bei Gelegenheit mal angucken. Und dann werden wir die natürlich dann auch spielen. Weil das sind einfach so Spiele, die sind schon längst vergessen. Du kennst keine Sau mehr, kennt die Spiele und das waren damals einfach Hightech-Spiele. So, dann gehen wir auch direkt ins Spiel. Natürlich funktioniert das hier genauso gut wie beim Pharao. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann auch leider nicht. Entschuldigung. Retour ins Menü, um das Bild größer zu ziehen. Darum muss ich es dann jetzt eben halt so machen. Wir gehen hier aber auch nicht in die Samas. In die Kampagne, sondern wir machen ein Geplänke oder wie es hier heißt, ein Skirmish. Gehen dann auch direkt auf Dings. Ja, das war so das letzte, was ich gespielt hat. Wir gehen dann direkt mal Select Map. White Out. Die Door ist eigentlich ganz lustig. Würde ich sagen, spielen wir 1, 2, 3, 4. Ja, sind dann für 8 Leute. Spielen wir 4 gegen 4. Ich würde gern hier ohne Sitze. Ah, das sind die einzelnen Partner von mir. Gut, dann kann die 2 hier hin, die 3 hier hin, die 4 hier hin. Dann weiß ich, dass mein Partner auf jeden Fall alle Gammo hier hucke. Ne, die 4 packe mal gleich mal wieder retour. Warum? Weil ich nämlich gerade gesehen habe, dass die 4... Ups. 2, 4. Die 4 ist bei mir hier US Air Force General. Das heißt, der macht fast nur Flugzeuge, egal was ich dem sage. Das wiederum ist Kacke. Der hat immer Hard Army, ich habe eine Hard Army. Machen wir Medium Army für mich nur, weil dann dementsprechend dieser Dings dann mich repräsentiert als Gegenspieler. Und setze dann hier die 4 hin. Ach ne, die 2, Entschuldigung. So, wir spielen alle gar USA. Die 4 ist der Flugzeugfuzzi. 3, 2 ist soweit in Ordnung. 50.000 Cash, Game Speed ist soweit alles in Ordnung, würde ich sagen. Und dann legen wir auch direkt los, ne? Und gucken natürlich, wo, ob wir das auch genauso hinkriegt wie früher. So. Sehr schön. Ja, what's the story? Hier baue ich gleich mal was hin, du Kamerad. Wollen wir gleich mal mehr von denen. Mir hätte gern gleich die dicke Panzer. Komm. I need more. Gleich mal Soldatenlager hier hingebaut, damit es auch schön aussieht. Jo, du kannst nämlich direkt da runter, da unten ist nämlich Money. Ja, ja, aber nicht. So, der Kamerad kann hier noch ein Kraftwerk bauen. Kraftwerke brauchen wir immer jede Menge. Da einer hin. Das wird gleich mal erforscht. Da schicken wir gleich mal welche hin. Weil mir wollte doch nicht den Kack in der Panzerfabrik brauchen wir natürlich gleich mal jede Menge. Weil mir wolle Rusche. Die Flugzeuge lasse ich jetzt mal außer vor.
Jo, du kannst da unten noch so Dinge hinbauen. Upgrade complete. Das ist sehr schön. Upgrade complete hört sich immer gut an. Du kannst hingehen und kannst hier mal noch so Ding hinbauen. Die Waffenfabrik ist fertig. Dann hier mal noch eine Spezialfabrik hier hingebosselt, damit wir gleich mal ein bisschen Money kriegen. Money, money, money. Du kannst direkt hier runter gehen. Du kannst nämlich den Scheiß da unten ändern. Ja, du kannst das ändern. Du kannst das ändern. Und du kannst da oben den Kack ändern. So. Jetzt passt das da auf jeden Fall alles immer. Gehen wir gleich in den Bau hier mal noch ein bisschen was auf. Vielleicht mal noch ein zweiter, dritter Hubschrauber dazu. Und hier auch mal noch gleich zwei Hubschrauber dazu. Hier kann man ruhig mal eine Verteidigungsanlage hinbauen. So, und noch eine Waffenfabrik. Vier Stück sollte in dem Fall lange. Our building is being captured. Naja, da geht nichts captured. Das ist jetzt mein, du Lümmel. Sehr schön. Können wir gucken mit der Karte. Da ist das Dings. Der da kann jetzt gleich mal hier Muni bauen. Hier tun wir gleich mal das da machen. Das. Setze das Ganze auf Angriff. Baue natürlich hier noch mehr Dinger und hole jetzt unser ganze Bauauto-Retour. Was ist denn los? Bau du bitte mal noch hier eins hin. So, und der Dope bringt mir alle paar Minuten Dings, das läuft. Der ist das der Overarching am Ende mal. Das ist doch wunderbar. Und die sind schon am Angreifen. Soll er nur machen. In der Zeit kann ich hier gemütlich bauen. Yeah. So. Gehen wir jetzt mal hin und rüste die ganze Kacke hier auf. Mit dem uns ja jetzt eigentlich so schnell das Geld nicht ausgehen dürft. Our building is being captured. Nee, da kann nichts gecaptured werden, das gehört mir. Das ist nämlich das Problem, wenn ich den Computer zu lang mache, lasse geht er hin und sammelt hier alle Dinger in. Das ist wirklich, der ist so verdammt schnell. Darum muss ich doch einfach nur ein bisschen schneller sein als der Lümmel. Upgrade complete. Upgrade complete. So. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Jetzt bauen wir hier mal Munitiondepot, damit wir hier auch nur ein bisschen Money kriegen. Und dann machen wir die Fahrzeuge gleich mal. Komm her. Die benutzen wir dann gleich mal hier. Sagen wir es. Fürs Dings. Ja, komm, Endzweck können wir noch gebrauchen. Weil in der Zeit, wo die nämlich da rumwusele, er da, der Eierkopf, baut nämlich jetzt fast nur Hubschrauber und Flugzeuge und Scheißdreck. Entschuldigung. So, der da hier wird wahrscheinlich als erstes gefistet, weil der nämlich gar nichts baut. Und der A, das ist im Prinzip nichts anderes wie Bataillon 6, die jetzt einfach hier dumm rumstehen und gleich vom Gegner überrannt wäre. Und das müssen wir eben halt verhindern. Gehen wir jetzt mal hingehen und baue hier schöne paar Punkte. Gut, der sitzt schon. Den setzen wir A da hin und den A. Weil mir bauen nämlich jetzt gleich Panzer wie die Doofen. Und du musst gleich mal hier unser Revier ein bisschen markieren, dass das alles uns gehört. Ja, von denen kann man nie genug haben, weil die brauche ich nämlich gleich für. Genau. Jede Menge Money, Money, Money.
So. Im Moment verhalle sich noch relativ ruhig. Das kann sich aber jetzt gleich jederzeit ändern. Das ist dann natürlich noch halb so geil. Ah, guck mal da. Komm mal runter. So, wenn die alles ingesammelt haben, können die gleich dort oben ins Sammeln gehen. So, du kannst ja dann schon mal als anfangen, unser Dings hier zu bauen. So, dass wenn hier genau gleich genug Dinger da sind. Ah, siehst du, jetzt haben wir schon keine Kohle mehr. Könnte noch einen Flughafen bauen für die Airdrops nachher. Für die Gegner. So, weil die Dottinger fressen nämlich arschvoll Strom. So, wenn die Dockhacke alles fertig ist, brauchen wir noch ein bisschen Strom. Oh, das sind die rote, die kommen. Die gelbe. Ja, jetzt geht mir nämlich langsam aus sicher Strom aus, weil wie gesagt die Dottinger fresse Strom ohne Ende. Und da ich kein Stromgeneral hier bin, müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir das mit dem Strom ein bisschen ausgeglichen kriegen, zu spät. Das Problem ist, wenn man so baut, tut, wenn der Gegner jetzt ein bisschen intelligent wäre und schmeißt mir Emodo alles drauf und dann war es das mit dem Strom. Weil ich die jetzt eben halt alle gar ziemlich dicht hier baue, genauso wie meine komplette Geldressource. Ich habe das eben halt ziemlich gern nah aneinander. Normalerweise wäre es taktisch klug, das Ganze wirklich breit gefächert zu bauen. Aber wie gesagt, so intelligent ist der Gegner ja teilweise nicht. Hoffe ich immer. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich der Aha-Effekt und er macht genau das, was er nicht soll. Das würde mich nicht wundern. Das rüchte mal auch mal auf. So. Gleich mal hier die Leistung erhöhe. Oh. Bau das hier mal bitte fertig. So, Kohle, was? Sehe ich aber gar nicht gern. So. Bauen wir jetzt erstmal schön dick ein paar Panzer. Und gucken wir, dass der mir nicht auf die Eier geht. Ne? Weil das Problem ist, wenn der Lümmel jetzt hingeht und baut diese verkackte Scud-Rakete und dann schickt er sie als erstes zu mir. Stehen ich ja gar nicht drauf. So. Unit gelostet, das sind nicht ihr Gewinn. So, wir haben fast alles abgebaut. Jo, du kannst hingehen, kannst hier ruhig mal noch so ein Ding bauen. Du kannst auch noch so ein Ding bauen. Und du kannst hingehen und kannst da oben noch anfangen, Kraftwerke zu bauen. Und du gehst bitte hin und baust hier mal noch sowas. So. So. Hier bitte noch ein paar Panzer. Ah, der Gelbe. Das ist das, was ich gemeint habe. Der gelbe Pisser kommt nämlich jetzt hier angerast. Und da steht nicht ja gar nicht drauf. Und das müssen wir jetzt von gleich verhindern. Ja, genau das ist das, was ich gemeint habe. Das Schild hat nicht so lange gehalten, wie ich es gedacht habe.
Meine Panzer sind zwar ziemlich stark. Wow! Schießen die Penner weg. Ja, da hinten. Ach. Komm, da rüber. Ja, da kannst du ruhig abhauen, du kleiner Penner. So nett. Hau den Arno weg. Und den. Komm nur. In dem Fall bauen wir jetzt noch den Tarnkappenbomber. Das da will ich noch haben. Weil den Tarnkappenbomber brauche ich mehr für die großen Dinger abzuliefern. So, jetzt gucken wir mal gleich, was da ohne los ist. Gut, da ohne ist nichts los. Dann bitte immer da runter. Hier unten sind ja noch genug von unserer Kameraden. So. Noch ein paar von denen. Weil ich komme dich gleich besuchen, Kamerad. So nett. So nett. Komm man da hin. So. Ah, ihr da. Ja, komm mit. Ihr müsst da hoch, ihr müsst den Scheiß da einsammeln. Jetzt hat dieser Rote sich wirklich da ingenichtet. Ist ja wohl eine Frechheit. Ja, komm, komm mal gerade. So, die Partikelkanonen belassen wir jetzt aber erstmal. Aus einem ganz einfachen Grund. Die brauche ich nachher wirklich, wenn der Dingsbauer tut. Und dann brauche ich die. So, das da langt doch schon. So, da würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt erstmal um den Gelben. Was? Upgrade complete. Upgrade complete. Hey! Unit lost. Going up. How about a show force? Light them up. I get the goods. Ja, danke. Nachdem der Kamerad hier nichts mitgekriegt hat. Ist ja wohl echt. GPS Scrambler activated. Protecting our people. Closing the distance. Doing what's right. Ist doch schon wieder irgendjemand dreist. Ist mir egal, ich überroll dich jetzt. So brauchst du mir gar nicht zu kommen, Kamerad. So nett. Jetzt wirst du mir hier noch schön weggeföhnt. Ich hab da doch gesagt, du willst nicht, dass ich dich besuche, du Penner. Selbst dran schuld. Greif mich nicht an. Vergesse, kann schon noch so viel auffahren wie die jetzt will. Dafür sind mein Panzer viel zu stark. Vor allen Dingen in der Größe macht. Kann ich das eh schon mal gleich knicken. Oh, was bist denn du? Du bist doch so Sprengstoffauto. Vergiss es. Noch ein Sprengstoffauto. Vergiss es, du wirst knallhart über Rand, Kamerad. So viel Chance hast du gar nicht mehr. So. Rüste mir hier gleich mal auf, das. General, they've stolen our building.
Wir haben unser Gebäude geklaut. Ja, das ist nämlich genau das, was ich gemeint habe. Für solche Dinger hebe ich mir lieber mein Dings auf. Da schicke ich nämlich jetzt alles drauf. Brauche ich mich nämlich erst gar nicht drum zu kümmern. Jo, das gefällt mir gar nicht. Der kleine Drecksack. Passt mal kurz für ein paar Minuten nicht auf. Schon wird mir hier angegriffen. Ja, was machen wir jetzt, ne? Retour. Komm, Retour, alle Mann. Die haben doch gerade relativ schnell mein komplettes Lager zerlegt. Finde ich weniger geil. Schon wieder. In dem Fall kommt sowas. Kann schon nämlich der Scudstormer schön in die Horschen, ihre Kameraden. So nett. Das da ist natürlich saugeil. Da hat er mich ordentlich hier gefistet. Die Pissneck, der hat sogar mein Dings weggeballert. So, oh, jetzt mal noch den Dicke hier. Der kommt nämlich noch einmal. Doing what's right. Unit lost. General, our base is under attack. Ja, das will sich darum. Alter. Das passiert, wenn es mal für kurz die Zeit gut aussieht. Aber keine Panik, ich komme noch. Ist ja alles noch einer. Geht's dir noch? Alter. Das macht er jedes Mal. Da huckt er sich da hin. Der kleine Pümmel. Schon wieder einer. Und den anderen muss ich loswerden. Der schickt mir den nämlich jetzt gleich auf den Hals. So, jetzt muss ich gucken, der Scudstorm muss weg. Scudstorm detected. Ja, er da. Weg. Particle cannon activated. Hup, weg. Das Ding muss weg.
Panzer, ihr Kamerade. Unit lost. Protecting our freedom. Und jetzt muss ich schnell gehen, jetzt brauche ich schnell Einheiten. Und ein Flugfeld. Unit lost. Und auf jeden Fall mal Tarnkappenbomber. Ja, ist schon wieder einer. So, verkackter Scharfschütze, der schießt mir die ganzen Leute aus dem Panzer. Jetzt mit dem, was ich habe, an. Das ist das Beste. Komm, mal kurz retour. Das ist lange. Und jetzt gehen wir der Gegner mal ein bisschen nerven. So, ich komme als erstes. Ihr kleine Nervensäge. Unit lost. Ja, schießen nur dort drauf. Das Ding nämlich kaputt ist, kann er nichts mehr nachschicken. Dann kann er das Doppelblatt machen. Und auf weiter geht's. Sehr schön, eine schöne dicke Bombe. Die schmeißen wir auch gleich mal hier ab. In Kombination mit einem von dem da. Und der Lilla, ne? Der mir eh tierisch auf die Eier geht. Der kriegt jetzt auch mal meinen Zorn zu spüren. Ja, genau, das ist das Problem. Ja, genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Mehr Panzer. Das ist die Frage, wo er das Scudstorm hinschickt. Mir mache jetzt mal den Doppelblatt, der geht mir nämlich auf den Sack. Komm, retour. Er wollte dort den gelbe bisschen Trolle. Die kleine Nerven sehen. Das ist ein Bombefuzzi ist. Unit lost. Unit lost. Ja, ja, ich komme, keine Panik. Unit lost.
Unit lost. So. Oh, wir sind ja noch nicht fertig. Ich schicke gleich die nächsten noch. Jawohl, schickt mir. Ah ja, das war mir klar, du blödi Pissnelk. Ey, yo, auf mehr Kohle. Der Arschficker. Ich will nicht so viel Unterstützung von meiner Kamerade krit, wie ich gehofft habe. Ja, auf mich zu schießen! Alter, jetzt rege sie mich aber wirklich auf. Also ich selbst verseucht, naja. Das sind anders da verdient. Ja klar, der andere ist ja keine Gefahr mehr für, ne? Schauen wir da. Das sieht nicht gut aus für mich. Da muss ich gleich mal ein bisschen noch heavier. Bringen wir, kriege ich hier zu dir. Das ist mir ein bisschen zu nah meiner Basis. Die Farbe nicht gemerkt von dem Penner, der da wirklich Dings hat. Ey, Dreckskarre. Hat der dort auch sein letztes Ding gekackt. Der rosa, ne? Muss ich gleich was machen. Unit lost. Preserving freedom. Polished and ready. Preserving freedom. Enemies of the free world. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ich geh mal jetzt dort in der rosa eine Hole. Der macht eh mehr Stress als alles andere. Ernsthaft jetzt. Skatstorm, Rongschner, du. Particle cannon activated. Und nur für auf Nummer sicher zu gehen. Machst du eigentlich noch da oben irgendwas, du roter Bangard? Oder bist du nur noch da zum schön aussehen? Warning, Scudstorm launched. Was?
Der Orangene hat... Alter, dieser verkackte Skatsturm. Ich wette mit dir, der trifft hundertprozentig voll auf meine Basis. Nee, direkt auf meine Einheit. Jawohl. Das ist natürlich saugut. Was ist denn mit dir? Schieß doch da auf die Figur drauf. So kann ich ja schon fast vergessen. Das war's ja schon klar. Unit lost. Ja, jo, wenn da meine ganze Einheit jetzt platt gemacht haben, ihr Wichser. Der Owe, der gar nichts mehr macht, weil er aufgegeben hat. So ist noch alles, was ich habe. Kohle ist auch fast zu Ende. Weil dieser scheiß Bomber eine halbe Stunde braucht zum Bombe. Echt. Ach, ihr könnt doch nicht schießen, weil da was in der Nähe steht. Wollen nämlich verarschen. Jetzt nämlich Geschiss. Alter, der mit seine verkackte Wix-Autos. Das so sieht verdammt schlecht aus. Ich glaube nicht, dass ich das noch irgendwie gerissen kann. Das würde mich wundern. Fisch, jetzt kommt doch schon wieder einer. Hilf mir doch mal, du Idiot. Da freue ich mich, wir können dort zwei rauskommen. So merkt man doch, dass der Computer bescheißt. Bei G2 Skat-Dinger kann ich nichts mehr machen ohne Unterstützung. Jo. Schon wieder den verkackte Scharfschütze durchstehen. Ey, ich krieg echt das Kotze. General, our base is under attack. Ready for action. Das weiß ich auch. Erzähl mal was, was ich nicht weiß. Unit lost. Jo, ne? Particle cannon ready. We're moving. Yes, sir. Always prepared. Rally point confirmed. Keep it clean. It's the right thing to do. Enemies of the free world. Also ich werde das Match definitiv nicht wiederhole. Das heißt, ich habe verkackt. Fertig. Habe ich halt nur verloren. Darf ich Armor. Closing the distance. Doing what's right. Unit lost. Preserving freedom. Closing the distance. Jetzt sind wir doch schon wieder welche. Warum hat der überhaupt Luftunterstützung? Was ist denn da los? Warum kommen da kein Panzer mehr? Preserving freedom. Have a job for me. Wo sind dann? Enemies of the free world. Our base is under attack.
Das dauert wird nichts mehr. Ach, da ist auch mehr Dings haben sie auch zerstört. Wer war er angegriffen? Hat er das überhaupt mitgerippt? Naja, nein, nicht mitgerippt. Ich hasse diese Leute. Das ist das Einzige, was ich an diesem Spiel so dermaßen hasse. Die Superintelligenz von diesem Drecksding und teilweise unausgewogene Spielmechaniker. Es ist ja nicht so, als hätte Anna Pisser nicht schon genug Einheiten, die 20 Millionen Kilometer über die Jordan schießen können. Dann, boom, das hat er gemerkt. Dann kriegt er wirklich noch abgefuckte Einheiten, die hingehen können und können mein Panzer neutralisieren. Weil er hat jetzt mit einem Scharfschütze bestimmt 6 oder 7 Panzer platt gemacht. Sowas geht gar nicht. Warning, Scudstorm detected. Particle cannon activated. Unit lost. Preserving freedom. Warning, Scudstorm launched. Ja, aber wohl nicht auf mich. Weil hier gibt's nichts mit zum Lounge. Okay, der ist gestorben anscheinend unterwegs. Was soll ich dazu sagen? Das ist verloren. Das kann ich jetzt machen, was ich will. Also, ich komme da nicht mehr. Guck mal, der hat die Dinger ja schon wieder aufgebaut. Das, was ich gerade kaputt gemacht habe, hat er innerhalb von Sekunden wieder aufgebaut und hat schon wieder eine neue Sache durchstehen. Ne, Entschuldigung, war der falsche, war der da. Aber scheißegal, wenn ich da jetzt auf die Loop drücke, dann ist genau dasselbe. Ayo. Überall kleine Pissnäcke, die da rumstehen. Vielleicht habe ich schon Kriegerlust, mich lang genug im Ruhe, was ich hier nicht klapp. Weil er hat nämlich gerade schon wieder jemand aus meinem Panzer rausgeschossen. Und ich sehe ihn halt nicht. Ich sehe ihn, den verwichste Scharfschütze, sehe ich nicht. Particle cannon activated. Our base is under attack. Army's elite. Preserving freedom. Always prepared. Rally point confirmed. Is there a threat? Got my missile launcher right here. I want to blow something up. Preserving freedom. General, our base is under attack. Jo, ist mir jetzt scheißegal. Ich habe hier Dinger gebaut, das interessiert wieder keine Sau. Bis die da sind, ist Weihnachten vorbei. Warning, Scudstorm launched. Guck mal, was der da an Dings stehen hat. Das ist echt, das ist sehr unglaublich. Du mit dem Kleinmut dezimiere den Kamerad. Ja, brauchst du gar nicht wegzufahren mit deiner hässlichen Einheit. Our base is under attack. Ja, na dir, ich schick das her. Schick's in Richter her. Ist mir jetzt egal. Mach jetzt noch ein letzter verzweifelter Angriff. Weil für mehr reicht es nämlich auch nicht mehr. Den Scheiß können wir alles verkaufen.
Die Particle Cannon benutzen wir aber jetzt noch immer. Nur um hier mal ein bisschen Dings zu verschaffen. Particle Cannon activated. What's the mission, sir? Unit lost. Siege kleine Matrosen. So, das Ding können wir auch verkaufen. Oh gut, jetzt fehlt mal die Kommando-Dings. Egal. So, der Kohlemacher können wir auch verkaufen. Können wir auch verkaufen. Langt noch für Panzer. Langt noch für die paar Einheiten. Können wir auch einer verkaufen. Ja, ja. Und in der Zeit, wo ich natürlich mein Zeichen mobilisiere, hat er mich schon wieder angegriffen, die dumme Drecksau. Alter, da kennt ich durch. Boah. Echt, ich habe eben noch gut die Laune gehabt. Was? Verstehe ich, da stehen Panzer, da stehen Soldaten. Und welche was sie machen? Nix. Sie haben nämlich keinen Bock. Arbeitsloses, faules Pack. Egal, alles weg. Alles weg. Fällt eh die Hälfte von. Oh, der hat doch schon mehr ganze Einheiten platt gemacht. Was ich jetzt hier produziert und gemacht habe. Ja, komm dann. In dein Knie. Ganz tief. So sollte man natürlich nicht spielen. So sieht das aus, wenn man verliert. Top. Ja, ja, laber, laber, rababer. Ah, jetzt soll ich wirklich noch auf den Rote warten, bis er den zerstört hat. Ist das so ernst? Gib Gas, du Homo-Fürst der Finsternis. Hat er doch bei mir war auch ganz schnell hinkriegt. Der Rote könnte ruhig aufgeben. Hat eh nichts geschafft, der Lutscher. Da hätte ich so schön mit meiner Panzer durchrushen können. Das hätte ich auch direkt von Anfang an machen sollen. Ich hätte mich nicht retour ziehen sollen. Beziehungsweise ich hätte dem Anna schneller helfen sollen. Dann wäre der nämlich auch nicht platt gemacht worden, weil der hätte mich nämlich schön unterstützen können. Aber so? Mm-mm. No chance. Sobald sie die ersten zwei Verteidigungsdinger vorne platt gemacht haben und du nicht genug Einheiten hast, war es das dann auch schon. Sind wir mal schön von der Karte radiert worden. Das hat so gut ausgesehen. Zwischendurch. War mal zu langsam. Naja, egal. Gut, der Rote hat's verstanden. Ja, Medium Army hat nichts gemacht. Die Hard Army war die gelbe. Ah, das war die, wo direkt ohne sind. Deshalb haben wir auch so Huddel gehabt. Da irgendwie ranzukommen. Taktische Analyse. Kreiert habe ich 186 und verlor habe ich 303. Wie das funktioniert, habe ich keine Ahnung. Aber zerstört habe ich 490. Sehe nicht so, dass ich doch ganz oben bin. 54 Buildings und 41 habe ich verlor. Der Rest habe ich wahrscheinlich verkauft. Und Gebäude zerstört habe ich 42. Also ich war äußerst fleißig. Und die da ohne Hand nichts geschiss kriegt. Naja, das soll es aber auch jetzt erstmal gewesen sein mit Command & Conquer The Generals Zero Hour. An sich ein gutes Spiel, wenn man nicht gerade verliert. Die Story war eigentlich nebenläufig, hat weniger interessiert, aber die Missionen haben eben halt ziemlich viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, das ist eigentlich auch ein schönes Strategiespiel, was man eigentlich für den Laden doch wieder, ja, also für LAN-Partys wäre das definitiv ein saucooles Spiel. Würde ich auch saugern mal mit mehreren Leuten spielen. Einfach nur um zu sehen, wie spielt ein menschlicher Gegner, weil ich eigentlich bis jetzt immer nur solche Spiele dann jede Computer spielen musste. Und wäre halt auch mal ganz schön gewesen, sowas gegen Mensch zu spielen. Das soll es aber halt schon gewesen sein mit der Command & Conquer Retro-Folge.
Natürlich wäre ich jetzt noch ein paar Retro-Spiele auschrome. Ob das jetzt alles PC-Spiele sind, wohl eher weniger. Ich habe gesehen, mein Bruder hatte schöne Retro-Ecke, bei dem werde ich mich bei Gelegenheit mal bedienen. Weil er hat doch mehr, als ich in der Zwischenzeit gedacht habe. Er hat viel gesammelt. Und da werden wir doch das eine oder andere Spielchen mal nochmal schön antesten. Was bleibt noch zu sagen? Ich würde sagen, wir machen hier die Verabschiedung und bis bald.